Google, Wikipedia oder Facebook. In Sekundenschnelle können wir allgemeine Informationen oder Geburtstage von Freunden abrufen. Das Internet ist jederzeit griffbereit, egal ob auf dem Smartphone oder im PC. Ein Verhalten, das einige Neurowissenschaftler beunruhigt. Wir prägen uns Dinge nicht mehr ein, weil wir wissen, dass sie jederzeit abrufbar sind. Aber wie viel Online-Welt verträgt der Mensch und ist ein Leben jenseits der digitalen Hilfe überhaupt noch möglich? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Sarah Dressel. Sie arbeitet als Webdesignerin. In ihrem Privatleben meidet sie jedoch die digitalen Medien. Ihr Handy hat kein Internet und ihre Mails ruft sie nur sporadisch ab. Florian Mayer kann sich keinen Tag mehr ohne sein geliebtes Smartphone vorstellen und ist damit nahezu 24 Stunden online. In seinem Beruf bringt er Jugendlichen den Umgang mit sozialen Medien bei. Professor Ulrike Kress beobachtet, dass in immer mehr Bereichen des Lebens mit neuen Medien gearbeitet wird und sagt, in Zukunft wird man sich immer weniger dagegen wehren können. Herr Mayer, wie oft schauen Sie denn täglich auf Ihr Smartphone? Boah, das kann man, glaube ich, gar nicht zählen. Ich würde sagen, über 150 Mal am Tag, locker. Okay. Frau Dressel, Sie haben ein ganz normales Handy. Sie haben es auch dabei, mit dem man nur telefonieren kann und SMS schreiben kann. Reicht das? Also man kann auch Musik hören damit. Okay. Aber mehr braucht man nicht? Also ich glaube, man kann theoretisch auch ins Handy, aber das benutze ich eigentlich. Ins Internet? Ich weiß nicht mal, wie es geht. Okay. Wie nutzen Sie Ihr Smartphone, Frau Dressel? Ich habe es dabei. Ich nutze es für E-Mail. Sehr stark. Okay. SMS, Internet. Okay. Denn regelmäßige Nutzung. Ja. Okay. Herr Mayer, wenn Sie morgens Ihr Haus verlassen, was haben Sie immer dabei? Eigentlich immer mein Smartphone und meistens auch immer mein Tablet. Das sind so die Dinge, die ich auf jeden Fall dabei habe, neben Klamotten, Geld und Schlüssel. Okay. Genau. Was bedeutet das Smartphone denn für Sie? Smartphone ist für mich gleichzeitig Musik, News, Gerät. Das weckt mich morgens, damit beschalle ich mich in der Dusche, damit kaufe ich meine Fahrkarte für die S-Bahn, damit lese ich Nachrichten, da kommuniziere ich mit Freunden auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da lese ich E-Mails drauf, das ist mein Büromobil, also im Prinzip das Gerät, das ich immer und überall dauernd nutze. Ihr Leben, kann man sagen. Ja, mein Leben jetzt nicht. Wenn es verloren geht, dann kann man das ersetzen. Okay. Kann man mit meinem Leben nicht, aber so das Hauptgerät für mein Leben. Ja. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie süchtig sind danach? In der klassischen Definition von süchtig glaube ich nein. Ich habe jetzt nicht das Problem, wenn ich das Gerät am Wochenende nicht da habe, dass ich Schweißausbrüche bekomme oder sowas. Man gewöhnt sich aber extrem an den Komfort von so einem Gerät und nutzt die Möglichkeiten natürlich auch. Ich genieße es aber auch einfach mal 2 Wochen im Urlaub kein mobiles Internet zu haben und damit das Smartphone einfach nur zum Telefonieren oder halt gar nicht zu benutzen. Sie haben jetzt vorhin ein Tablet erwähnt, Sie haben es auch da. Was ist das genau oder wozu braucht man das? Naja, ein Tablet ist irgendwie nochmal so eine Mischung aus einem Laptop und einem ja, sehr mobilen Gerät. Viele Tablets haben eben auch eine Mobilfunkkarte drin, das heißt, man kann immer ins Internet gehen oder hat halt immer mobiles Internet bei sich. Und das ist es für mich irgendwie auch. Also es ist nochmal das größere Gerät zum Smartphone. Damit kann ich halt komfortable E-Mails beantworten, mal eine Videokonferenz führen oder eben auch Webseiten bearbeiten von unterwegs. Also wenn ich nicht den großen Computer mitnehmen möchte, nehme ich das Tablet mit. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie zu viel an diesen mobilen Geräten rumhängen? Ja, manchmal kommt das. Also meine Eltern haben das, glaube ich, öfter erklärt. Allerdings, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, dann achte ich schon drauf, dass ich nicht nur an diesen Geräten hänge, sondern wenn ich eine ernsthafte Konversation mit Freunden führen möchte, dann ist das Handy auch in der Hosentasche. Mhm. Frau Dressel, das, was wir jetzt gerade gehört haben von Herrn Mayer, das hört sich ja schon nach einem Stück weit auch Erleichterung an. Warum verzichten Sie freiwillig darauf? Also bisher habe ich es nicht wirklich vermisst, sage ich mal. Also ich komme auch mit meinem Handy ganz gut klar. Wenn ich dann halt mal was wissen muss unterwegs, also dann rufe ich eben irgendwen an und sage, kannst du mal gucken? Okay. Aber dann wäre es ja eigentlich einfacher, wenn Sie selbst gucken könnten, oder? Manchmal ja, aber es kommt relativ selten vor, dass ich es wirklich brauche. Okay. Sie weigern sich ja auch, sich bei Facebook anzumelden. Warum? Also zum einen, es bietet mir einfach keinen Mehrwert, den ich unbedingt haben möchte. Ja, also das Einzige, wo ich dann sage, okay, es könnte sich vielleicht lohnen, wenn ich dann höre, okay, ehemaligen Klassenkameraden verabreden sich halt über Facebook zu einem Klassentreffen. Das war jetzt der einzige Punkt, wo ich echt gedacht habe, okay, da hast du vielleicht effektiv was verpasst.
Aber ansonsten ist es einfach so, dass es für mich eine Art von Kommunikation ist, wo ich sage, okay, das fehlt mir nicht. Ich möchte eigentlich, wenn ich mit jemandem kommuniziere, intensiver kommunizieren und dafür reicht mir das nicht aus. Sie sind ja 25 Jahre alt. Kann man sagen, dass Ihre Freunde alle in Facebook sind? Die meisten, ja. Die meisten. Herr Mayer, Sie haben heute Morgen in Facebook gepostet, Frühstück dank Kollege Jens. Ja. Braucht sowas die Welt? Vermutlich nicht. Gibt sichere wichtigere Informationen. Die Frage ist ja, wer sieht solche Dinge? Also meine Freunde interessieren sich dafür schon. Dieses Bild hat durchaus so 10, 15 Likes bekommen. Also Menschen hat es durchaus gefallen, dass mein Kollege mir Frühstück ins Büro gelegt hat. Brauchen tut es das auf keinen Fall. Aber es sind so die kleinen Aufmerksamkeiten oder die kleinen Geschichten zwischendurch, die durchaus interessant sind. Nicht immer, aber also mich interessiert es auch, was bei Freunden passiert zwischendurch. Würde Sie sowas interessieren von Freunden? Wenn die mir das dann erzählen, schon. Also ja. Es ist ja auch nicht so, dass ich dann nicht mit denen telefonieren würde, ja, und die mir dann nicht auch solche Dinge erzählen. Ja. Aber eigentlich, was mich mehr interessiert, sind dann Dinge, die tiefer gehen und die kann man gar nicht einfach so über Facebook schreiben, weil dann braucht es einfach ein intensiveres Gespräch. Mhm. Und das ist das eigentlich, was ich, also natürlich ist es schön, wenn ich weiß, dass meine Freunde keine Ahnung, dies und das gerne essen. Aber es ist jetzt was anderes, wie wirklich das, was mir was bedeutet. Ja. Aber ich finde, die Tiefe eines Gesprächs kann man nicht am Netzwerk festmachen. Also ich kann auch auf Facebook sehr tiefe Gespräche mit Menschen führen, auch mit Jugendlichen. Wir als Jugendreferenten überlegen, also haben neulich auch darüber überlegt, wie kann denn Seelsorge über Facebook stattfinden, und sie findet statt in der Jugendarbeit. Also da finden tiefe Gespräche statt. Jetzt nur an Facebook die Sache aufzuhängen, da passiert ganz viel Banales und Blödsinn, wie dieses Frühstücksbild von mir heute Morgen. Ja, aber da habe ich auch schon wirklich tiefe Gespräche geführt. Nicht nur im Auto, sondern auch dort. Frau Kress, Sie haben gerade unsere beiden Studiogäste ein bisschen kennengelernt, auch wie Sie mit dem Internet umgehen, wie Sie mit Facebook umgehen. Ja. Was denken Sie, gibt es mehr Personen heutzutage wie den Florian Mayer oder mehr wie die Sarah Dressel? Sicher deutlich mehr wie Herr Mayer. Also ich meine, Medien sind allgegenwärtig, die junge Generation nutzt sie, sie sind damit aufgewachsen, ist auch kein, glaube ich, keine Vorstellung, ich nutze jetzt ein Medium, sondern es gehört zum Alltag, man zieht es raus. Und ich glaube, Sie sind wirklich so die Ausnahme. Ich glaube, ich kenne fast niemanden, der bewusst sagt, ich nutze diese Medien nicht, außer vom beruflichen Alltag. Und Sie persönlich, nutzen Sie die Medien mehr in Ihrer Freizeit oder mehr in Ihrem beruflichen Alltag? Ich glaube, beruflich stärker, aber natürlich ist ein Problem des Mediums, dass Beruf und Freizeit verschwimmt. Sie sind natürlich immer erreichbar über Internet, wenn man es da hat, ist man neugierig, was kommt denn von der E-Mail? Insofern ist ein Problem auch des Mediums. Deswegen verstehe ich, dass Sie da eher ablehnend sind vielleicht. Denn durchs Medium ist man natürlich erreichbar und ist immer im beruflichen Kontext auch drin. Also es kann zu einem Problem werden, das kenne ich auch. Dass ich, also meine geschäftlichen E-Mails rufe ich nicht auf dem Smartphone ab, weil das sind so viele. Es nervt mich in meiner Hosentasche, wenn es irgendwie dauernd vibriert, wenn eine neue E-Mail kommt. Das mache ich auf diesem Tablet. Da habe ich es mehr unter Kontrolle. Also da musste ich mich selber regulieren. Ja. Und jetzt gerade, wo wir intensiv irgendwie an was arbeiten, da mache ich dieses Handy auch immer wieder auf diesen Modus, dass es mich, also dass ich nichts mitbekomme, was passiert. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts. Also das nehme ich mir auch raus und weiß, ich muss jetzt mich intensiv in dieses Projekt einarbeiten oder an diesem Projekt arbeiten. Ich kann es nicht gebrauchen, dass dieses Gerät dauernd blinkt. Aber diese Selbstkontrolle muss man schon für sich selbst irgendwie einführen und auch erlernen ein Stück weit, zu sagen, heute ist, oder jetzt ist es nicht wichtig, sondern jetzt habe ich eine andere Arbeit. Sie haben das Problem gar nicht. In der Arbeit halt auch geringfügig, weil ich da natürlich auch die ganze Zeit im Internet am Rechner bin, berufsbedingt. Und dann ist natürlich auch so, dass man zum Teil auch wirklich gucken muss, was war das jetzt gerade für eine E-Mail, dass ich zumindest den Titel lese und weiß, okay, muss ich das jetzt schnell machen, weil es was Dringendes ist, oder kann ich das jetzt ignorieren und später drauf zurückkommen? Ist es für Sie ein erleichterndes Gefühl, dass Sie sagen nach der Arbeit, jetzt lasse ich alles hinter mir und jetzt habe ich frei? Also es ist schon erleichternd zu sagen, okay, jetzt lasse ich die Arbeit bei der Arbeit. Wobei das natürlich auch nicht ganz funktioniert, weil der Kopf ist ja jetzt dann nicht ausgesteckt, sage ich mal. Und gerade der arbeitet natürlich weiter und überlegt sich, okay, wie kann man das lösen? Oder wenn man Stress mit einem Kollegen hat, wie kann ich den irgendwie... Aber die Geräte fressen schon ein Stück weit Zeit, kann man sagen. Also man beschäftigt sich schon damit. Denken Sie, dass Sie mehr Zeit haben als andere, die ein Smartphone haben? Gut, ich meine, ein Stück weit geht bei mir natürlich dann zu Hause Zeit drauf, wenn ich den Rechner anmache. Ja. Dann ist es natürlich kein mobiles irgendwie, aber ich setze mich dann natürlich auch hin und da kann schon mehrere Stunden drauf gehen, wenn der Rechner dann mal an ist. Mhm. Der Unterschied ist halt einfach, wenn der Rechner aus ist, ist er aus. Mhm.
Frau Kress, laut einer Studie nutzen die Menschen in Deutschland durchschnittlich ungefähr 10 Stunden Medien pro Tag. Glauben Sie, dass wir den Medienkonsum überhaupt noch unter Kontrolle haben? Schwer zu urteilen. Ich denke schon, dass es auch ein Problem sein kann, wenn Kinder nur noch spielen. Also ich denke, es braucht ein kompetentes Umgehen. Das, was Sie beschrieben hatten, war genau so ein kompetentes Umgehen, dass ich sage, manchen Zeiten bin ich erreichbar, in anderen Zeiten bin ich nicht erreichbar. Und das sind, glaube ich, Dinge, die müssen wir lernen und die müssen auch den Kindern lernen. Also Kinder machen Hausaufgaben und Facebook läuft nebenher. Wir wissen, das tut natürlich dem Lernen nicht gut. Da gibt es eine Trennung, müsste eine Trennung sein. Und da, denke ich, haben wir schon Nachholbedarf. Welche Rolle spielt in Ihrer Meinung nach die Gesellschaft? Werden wir auch quasi auch gezwungen, online zu sein, um am Leben teilzunehmen? Wir haben ja vorhin das Beispiel gehört mit dem Klassentreffen. Also sie hätte es ja gar nicht mitbekommen, wenn das ihr wahrscheinlich nicht jemand erzählt hätte. Immer mehr ist es, glaube ich, schon, dass man erwartet, dass der andere erreichbar ist über E-Mail. Und Leute, die kein E-Mail haben, natürlich immer sich schwerer tun, erreichbar zu sein. Wenn sie in Gremien drin sitzen, ist es klar, die Protokolle werden per E-Mail verschickt heutzutage. Das bereitet Schwierigkeiten, wenn Leute hier nur Postadressen haben. Ja, bis dahin, dass in der Oberstufe davon ausgegangen wird, dass Lehrer Informationen online zur Verfügung stellen oder erwarten, dass Schüler Dinge reinmailen oder eher Hausaufgaben verschickt. Also solche Dinge, da wird ja im Prinzip schon in der Oberstufe klar gesagt, ohne diese Digitalmedien funktioniert es nicht. Auch im Uni-Bereich würde man erwarten, dass ein Student erreichbar ist. Es gibt eine Uni-E-Mail. Und die, denke ich, ist auch sinnvoll, denn die kann auch Lernen erleichtern. Also es ist dann klar, derjenige ist erreichbar, kann Materialien bekommen, kann Hausaufgaben einschicken. Da macht es die Kommunikation auch sehr viel leichter dann. Glauben Sie, dass Sarah Dressel mit ihrer Art, mit Medien umzugehen, also im Privaten es so weit wie möglich quasi auch zu verweigern, kann sie damit noch 20, 30 Jahre leben? Oder glauben Sie, das wird sich ändern in Zukunft? Ich glaube, es wird schwieriger. Warum? Weil die Kommunikation, glaube ich, zwischen normalem Face-to-Face-Kommunikation und Medium immer mehr verschwimmt. Das heißt, auch in Facebook kennen wir es, das sind ja nicht Freunde, die ich nur online treffe, sondern die ich auch tagsüber offline sehe. Und diese Kommunikation ist quasi eines. Und im Augenblick, wo Sie sich quasi aus diesem Online-Bereich herausziehen, kann es natürlich auch sein, dass Sie sich aus einer Kommunikation herausziehen, die eigentlich offline passiert. Schlechte Aussichten für die Zukunft. Wie sehen Sie es? Ich denke mal nach wie vor, also so wie Sie es ja schon gesagt haben, es geht auch darum, es zu regulieren. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt überhaupt keine E-Mail-Adresse habe. Ich gucke da halt sehr selten rein. Die meisten Leute, die mich kennen, wissen das auch. Das heißt, wenn es was Dringendes ist, dann wird eben halt auch angerufen. Also zwei meiner engsten Freunde nutzen kein Facebook und es ist jetzt nicht so, dass ich von denen nichts mitbekomme. Das läuft einfach über andere Wege. Also das geht auch. Jetzt nicht völlig smartphonefrei, aber man braucht jetzt nicht Facebook in dem Fall, um miteinander zu kommunizieren, aber in irgendeiner Weise. Also selbst telefonieren ist ja Medium nutzen in irgendeiner, also es ist auch kein Face-to-Face-Gespräch. Also es gibt Studien, die schon sehr klar zeigen, dass Facebook-Nutzung eigentlich mit Kommunikation auch im direkten Bereich korreliert, das heißt hoch zusammenhängt und Leute, die Facebook sehr viel nutzen, auch im direkten Kontakt aktiver sind. Und das ist, denke ich, schon was, wo man sehen muss, ist kein Entweder-Oder, sondern Facebook ist eine Art der Kommunikation, so wie Telefon eine andere ist. Oder früher Briefe schreiben. Wissen Sie noch ohne Facebook, wann Ihre Freunde Geburtstag haben oder Bekannte Geburtstag haben? Ja, weil mein Kalender das mir sagt. Der Kalender ist im Smartphone. Natürlich. Okay. Ja, und das ist nicht der Facebook-Kalender, der meine Geburtstage verrät. Aber ich muss schon sagen, durch Facebook habe ich von vielen Menschen, die ich jetzt nicht zum engsten Freundeskreis zählen würde, bekomme ich natürlich mit, die haben heute Geburtstag und schreibe dann was auf deren Pinnwand. Es ist schon ein Medium, was mir hilft, noch mehr Geburtstage zu denken. Aber so von den wichtigsten Freunden weiß ich die Geburtstage. Mhm. Frau Kress, ist das schlimm, wenn wir uns Dinge wie Wege oder Termine oder sonstiges nicht mehr merken können, weil wir einfach auch wissen, wo wir es nachschlagen können? Verblöden wir durch diese digitalen Helfer? Also ich glaube nicht, dass ein Weg zu wissen, auswendig zu wissen, was mit Verblödung oder Intelligenz zu tun hat. Ich denke, es ist legitim, Dinge nachzuschlagen, wenn sie leicht nachschlagbar sind. Was wir lernen müssen, ist schon mit dieser großen Informationsmenge auch umzugehen. Das heißt, wir haben jetzt Zugang zu sehr vielen Informationen. Wir müssen lernen, die irgendwie zu selektieren, bewerten, ist die richtig, ist die falsch. Wir müssen lernen, Zusammenhänge zu sehen. Das sind Dinge, glaube ich, die zentraler werden, die aber auch Wissen bedeuten. Nicht nur, ich lerne was auswendig, ich habe eine Telefonnummer, sondern ich kann mit dieser Information was anfangen. Und auch spannend, dass Jugendliche laut neuesten Studien wenn mehrere Meldungen auftauchen, eher der Tageszeitung noch Glauben schenken als dem Internet. Also da ist das Medium noch immer das der Wahl, bei dem man eher Glauben schenken würde. Mhm.
Glauben Sie, dass Google oder Wikipedia bei vielen das Allgemeinwissen schon ersetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, ersetzt, weil es ist ja auch so, wenn ich was nachschaue, ist ja nicht so, ich vergesse das dann ja nicht komplett nachher. Also es bleibt ja auch, denke ich, ein Teil im Kopf hängen. Teilweise ist natürlich so, dass man sich dann vielleicht auch gar nicht mehr drum bemüht, auswendig zu lernen, weil ich ja sage, das kann ich danach und danach schauen, wenn ich es nochmal wissen möchte. Also ich weiß keine Telefonnummern mehr, das weiß ich wirklich. Mein Handy nimmt die komplett für mich ab. Früher wusste ich das. Dafür kann ich mir heute 12-stellige Passwörter merken für irgendwelche Online-Accounts, die ich habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich die Handynummern von Freunden nicht mehr auswendig weiß, bin ich deswegen dummer als vorher. Mhm. Ich weiß dafür halt mehr Passwörter und deren WLAN-Zugangscodes zum Beispiel. Ja. Und ich denke, es kann ja auch Interesse wecken. Also wenn ich was schnell nachschlagen kann, kann ich dadurch Zugang haben zu einer Welt, zu einem Thema, das mir auch wiederum Interesse bei mir weckt und den Einzelnen damit in ein Gebiet einführen kann, zu dem man vielleicht sonst gar keinen Zugang hätte. Ja, als Erwachsener kann man eigentlich noch relativ gut entscheiden, welches Medium man nutzt und welches nicht. Kinder können das nicht. Manche wollen Kinder deshalb möglichst lange fernhalten von Medien. Andere führen sie schon im Kindergartenalter an das Thema heran. Projekttag an der Kita Spar-Hermling-Weg in Stuttgart. Mit Farbe und Körpereinsatz malen die Kleinsten ein Hintergrundbild. Nebenan wird schon fleißig an den Hauptdarstellern gefeilt. Die 3- bis 6-Jährigen basteln kleine Fische. Wenn alle Requisiten fertig sind, geht's los. Mit Hilfe einer Trickbox drehen die Kinder heute einen Film. Für die Erzieherinnen eine gute Möglichkeit, die Kinder spielerisch an neue Medien heranzuführen. Wichtig ist, ihnen einfach die Angst dabei zu nehmen, ihnen Freude zu zeigen und natürlich ihnen zu zeigen, dass man viele Möglichkeiten hat. Und das geht am besten, wenn man sie einfach ausprobieren lässt. Berührungsängste haben die Kinder nicht. Begeistert legen sie los und rücken die gebastelten Fische an ihren Platz. Per Knopfdruck macht die eingebaute Kamera ein Bild. So wird jede Bewegung festgehalten. Aneinandergereiht ergeben die Bilder am Ende einen Trickfilm. Die Kita als Bildungsstätte, auch im Umgang mit neuen digitalen Medien. Nicht alle Experten sind davon überzeugt. Wir wissen aus vielerlei Studien, dass der Umgang mit digitalen Medien gerade kleineren Kindern bis hin im Ende vom Kindergarten, Grundschule abträglich ist ihrer intellektuellen Entwicklung und auch anderen Aspekten ihrer Entwicklung psychosozial. Und genau deswegen haben digitale Medien in Kindergarten und Grundschule definitiv nichts zu suchen. Ist Medienkonsum im Kindesalter tatsächlich schädlich? Pädagogen sagen nein, wenn Kinder an die Nutzung von Computerspielen, Film und Fernsehen herangeführt werden und lernen, sinnvoll damit umzugehen. Wenn wir es den Kindern eine entsprechende Umgebung gestalten, die Kinder genügend Bewegung haben, Freunde zum Spielen haben, Erwachsene, die mit ihnen im Alltag sie begleiten, dann besteht und der Medienkonsum tatsächlich begrenzt ist, dann sehe ich keinen Grund, warum wir die Medien vor den Kindern fernhalten sollen. Medienbildung im Kindesalter? Die Wissenschaft ist sich noch nicht einig. Die Kinder in der Kita haben Spaß an ihrem Filmprojekt und das ist vielleicht die Hauptsache. Frau Kress, sehen Sie das als sinnvoll an, wenn man Kinder schon im Kindergartenalter an die Medienwelt heranführt? Also ich glaube, es kommt auf den Inhalt des Mediums an. So wie ein Buch nicht per se gut ist, weil es ein Buch ist, ist ein Medium nicht per se gut oder böse. Sonst kommt, glaube ich, schon darauf an, dass man dem Kind was gibt, in die Hand gibt, mit dem es was anfangen kann, das altersgerecht ist und es irgendwie die Entwicklung fördert, dass es in einer angemessenen Weise mit Aufgaben konfrontiert, die ihn irgendwie zu einer Handlung bringen, wo das Kind wirklich was dabei lernt, was dabei hat. Das heißt, die These des Wissenschaftlers Manfred Spitzer, den wir gerade auch im Film gesehen haben, der ja sagt, Medien haben im Kindergarten nichts verloren, diese These unterstützen Sie nicht? Unterstütze ich gar nicht. Also es gibt sehr viele Studien schon, die zeigen, für sehr kleine Kinder können Medien, die angemessen sind, fürs Alter sinnvoll sein. Also wir haben selbst zum Beispiel ein Projekt, wo wir Vorschulkinder Zahlen beibringen, Zahlengröße, die ist sehr stark mit Bewegung verbunden ist. Das heißt, große Zahlen sind rechts, kleine Zahlen sind links. Das ist was, wenn das ein Kind kann das später sehr viel leichter rechnen. Und Medien erlauben, so ein Training sehr einfach zu machen. Die Kinder haben Spaß, die würden das auch nicht als Lernen sehen, sondern es ist was, was ihnen Spaß macht, was Bewegung fördert. Und da erleben wir, dass es durchaus lernförderlich ist und eine Aufgabe ist, die wir ohne Medien nicht so leicht hinbekommen. Und das Projekt, das wir gerade gesehen haben im Film? Finde ich ein nettes Projekt, weil die Kinder merken, sie können etwas machen, was nachher auch sichtbar ist für andere. Sie können es den Eltern zeigen. So ein Film ist auch professionell, sieht schön aus.
Da würde ich sagen, ist es einfach so ein Spaßelement auch. Mhm. Was halten Sie davon, Herr Mayer? Oh, ich bin ein großer Video- und Fotofreund. Von daher Stop-Motion-Technik, so kleine Filmchen, die sich bewegen, also durch so Legetechnik, fand ich schon immer interessant. Und warum nicht sowas Kinder schon beibringen? Also ich finde, es fördert ja auch Kreativität, einfach mal auszuprobieren mit einer Kamera, mit verschiedenen Figuren, die zu legen und dann zu sehen, wie bewegen die sich nachher. Ist eine kreative Sache und davon können Kinder gar nicht genug haben, finde ich. Und die Kinder machen gemeinsam etwas. Genau. Also es ist kein Produkt, das der Einzelne erstellt, sondern das in der Gruppe gemeinsam erstellt wird. Was sagen Sie zu der These, Medien haben nichts zu suchen im Kindergarten? Also ich denke, das macht wirklich das Unterschied, was Sie jetzt erwähnt haben. Ist es ein Medienkonsum? Das heißt, ich hocke vor der Glotze und konsumiere nur, dann brauche ich auch keine großartige Gehirnleistung für. Oder ist es wirklich so wie jetzt in dem Beispiel, dass die Kinder wirklich auch einen kreativen Aspekt haben, dass sie was ausprobieren können, dass sie was lernen können dabei? Also ob sie jetzt bei der Übung unbedingt was lernen, weiß ich nicht. Aber ich denke, sie haben ihren Spaß, sie können da sich überlegen, wie schwimmt denn mein Fisch? Da würde ich nichts gegen einwenden zu haben. Also wir haben das auch, wir diskutieren das im Kollegenkreis auch immer wieder. Jetzt zum Beispiel in Jungscharen, ja, 8- bis 12-Jährige, wie viele Medien brauchen wir in der klassischen Gruppenstundenarbeit? Und ich plädiere da durchaus für so wenig wie möglich. Die Kids konsumieren genug Medien während des kompletten Tages, aber irgendwie mal rauszugehen in den Wald und dort ein Geländespiel zu machen oder zu lernen, wie baut man eine professionelle Seilbahn oder sowas, sind Dinge, die erleben sie sonst nicht mehr. Und deswegen sollten wir gerade solche Dinge in dem Alter natürlich auch fördern. Aber deswegen nicht komplett sagen, Medien die Augen zumachen. Aber eben sowas wie ein Filmabend muss eben nicht sein. Da macht es ein Geländespiel viel mehr. Und wenn Medien, dann eben sinnvoll eingesetzt. Wie würden Sie denn Ihre Kinder erziehen? Wann gäbe es denn das erste Handy zum Beispiel? Also bei uns in der Familie wurde durchgezogen, dass alle, inklusive meines kleinen Bruders, ihr Handy erst mit 16 bekommen haben. Okay. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Das wirklich eigene Mobiltelefon aus jetziger Sicht würden meine Kinder, glaube ich, auch nicht mit 10 bekommen, wenn ich jetzt meinem 10-Jährigen ein Handy geben müsste. Hängt auch immer stark davon ab, wächst man auf Land oder in der Stadt auf, was sind die Wege, was macht das Kind, also ist irgendwie viel unterwegs, Fußball oder sowas. Das Kind würde wahrscheinlich schon ein Gerät bekommen, mit dem es Musik hören kann, also irgendwie so ein Musikspiele und so weiter. Jetzt auch nicht mit 4, aber durchaus heranführend. Mhm. Aber kein Smartphone erstmal. Also nicht mit 10 Jahren, das auf keinen Fall. Okay. Wie würden Sie denn Ihre Kinder erziehen? Also gerade bei den Handys wahrscheinlich so ähnlich. Also ich würde auch sagen, am Anfang wahrscheinlich sowas, wie ich hier habe. So. Als Notfall-Handy. Ja, dass eben die Kinder, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, vom Sport abgeholt werden möchten oder irgendein Problem halt ist, dass sie eine Möglichkeit haben, wen zu kontaktieren. Und ein Smartphone, das müsste ich mir, glaube ich, dann nochmal überlegen, wie weit dann auch die anderen Kinder schon sind und ob ich dann denke, okay, mein Kind selber ist jetzt vielleicht auch so weit, dass das Sinn macht oder auch nicht. Fürchten Sie da nicht Nachteile? Also wenn alle zum Beispiel schon mit Smartphone rumspielen, alle haben das, alle kennen sich aus und nur ihr Kind wird ein bisschen ausgegrenzt. Fühlt man sich da nicht auch schlecht? Also ich durfte meinen ersten Computer irgendwie auch erst mit 17, 18 kaufen. Da hatten alle anderen schon einen. Ich lebe heute auch noch. Also, aber also auf der anderen Seite, ich kenne eine Kollegin, der ihre Tochter ist 3 Jahre, die kann das iPad komplett bedienen, weil das Kind von Anfang an damit aufgewachsen ist. Und also ich finde es auch spannend zu beobachten. Mhm. Und ich glaube, ich würde meinem Kind das iPad jetzt auch nicht wegnehmen, sofort, wenn sie es in die Hand nimmt. Das darf das ruhig auch ausprobieren, aber man muss den Medienkonsum dann auch beschränken und sagen, jetzt halt irgendwie nicht 10 Stunden, sondern irgendwie eine sinnvolle Zeit runterrechnen. Aber so ein eigenes Gerät. Wann sind denn Ihrer Meinung nach soziale Medien sinnvoll? Wie zum Beispiel Facebook oder SchülerVZ oder was SchülerVZ, auch immer es gibt. Genau. Also ich würde sagen, Grundschule ist noch etwas früh. Da würde ich jetzt nicht zu früh anfangen wollen, weil die Kinder eigentlich, glaube ich, schon direkter kommunizieren können. Sie müssen gut schreiben können, um auch Spaß beim Chatten zu haben. Da würde ich nicht eine zu frühe Phase für richtig halten. Also Facebook darf man erst ab 13, ganz offiziell. Okay. Mhm. Also die Nutzer, die ich so kenne, ich schule ja auch Jugendliche und ich merke schon so ab 11, 12 beginnt so wirklich das Interesse auch oder wo der Druck auch so ein bisschen steigt, aber alle in meiner Klasse haben das auch schon, aber darunter sehe ich jetzt auch noch nichts. Auf was sollte man da achten, wenn man in dem Alter schon drin ist in Facebook? Also grundsätzlich würde ich den Eltern empfehlen, nicht komplett zu sagen Nein und die Augen davor zu verschließen, sondern wenn das Kind es will, das ist eine bewusste Entscheidung der Eltern mit dem Kind ist. Und mit einem 10-Jährigen kann man noch viel einfacher einen Facebook-Account einrichten, gemeinsam. Man schaut sich irgendwie einen Film an, was sind die wichtigsten Privatsphäreneinstellungen zum Beispiel. Dann ist es ein viel mehr Heranführen, als wenn das Kind das irgendwie halt bei einem Freund alleine macht und die Eltern haben überhaupt keine Möglichkeit mehr. Mhm.
Frau Dressel, wie viel Internet braucht denn der Mensch? Was würden Sie sagen? Wie viel Internet? Also es ist unheimlich schwer zu sagen. Weil ich meine, es ist ja auch verschiedene Zonen. Im Beruf brauche ich es eigentlich fast die ganze Zeit, wenn ich nicht gerade in einer Besprechung sitze. Zu Hause bin ich auch gerne im Internet. Das können auch mehrere Stunden sein locker. Also wirklich brauchen. Wirklich brauchen tun wir, glaube ich, ganz wenig. Nur wollen tun wir es natürlich viel öfters. Okay, sehen Sie es auch so? Brauchen wir? Das ist einfach eine Realität. Wenig? Und ich denke, es macht vieles einfacher. Es geht vieles schneller. Hat natürlich auch Nachteile. Welche? Dass es Zeit frisst natürlich, dass man sich auch drin verlieren kann. Also die Spielewelt gibt es natürlich, in der auch Jugendliche untergehen quasi. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir mit beidem umgehen, mit Potenzialen und mit Gefahren. Also es hat auch Vorteile, sagen Sie, natürlich. Aber man muss aufpassen. Natürlich. Herr Mayer, eine letzte Frage zum Schluss. Es soll Ende dieses Jahres soll eine Computerbrille rauskommen. Das heißt, ich habe eine Brille auf und sehe ein Display, ein Monitor quasi. Display in der Brille, ja. Genau, aber ich sehe quasi einen Monitor vor mir. Mhm. Würden Sie sich sowas kaufen? Sofort. Warum? Ich finde, es ist einfach mal der Reiz von neuer Technik, der begeistert mich schon immer. Aber ich finde die Ideen auch gut. Zu sagen, ich kann mir irgendwie immer Navigation hier oben einblenden oder einfach neue Nachrichten mitkriegen oder ein Foto machen. Super gute Idee. Bekommt das Gegenüber das überhaupt mit, dass Sie die ganze Zeit einen Computer sehen? Nein, das müsste man, glaube ich, nochmal unter datenschutzrechtlichen Aspekten anschauen. Ja. Okay. Meine Studiogäste sagen, das Internet birgt viele Vorteile, aber man muss natürlich auch aufpassen. Alltagshelfer oder Droge, wie viel Internet brauchen wir? Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.